Ich heiße Chacha. Ich habe meine 5-jährige Tochter missbraucht. 10 Jahre Rogers, ich habe meinen Kindern wehgetan. Was hast du mit ihnen gemacht? Sag's uns. Mit brennenden Zigaretten. Und ich habe ihnen alles Mögliche reingesteckt. Egal, wohin man hört, es scheint kein anderes Gesprächsthema mehr zu geben als Mary Kay Le Tourneau. Bei uns laufen die Telefonleitungen heiß. Also, meine Damen und Herren, dann gehen wir mal auf Leitung 1. Ah, Jessica. Was sagen Sie zu dieser geradezu zwanghaften Liebesgeschichte? Diese Besessenheit hat sie ihren Job, ihre Ehe und ihre Kinder gekostet. Gut, Joe, Sie sitzen gerade im Auto. Was sagen Sie zu dieser unglaublichen Geschichte? Die Lehrerin einer 6. Klasse... Ein Mädchen sollte niemals ohne Lippenstift und lackierte Fußnägel ausgehen. Wollen Sie mich verarschen? Davon träumt doch jeder Schuljunge. Ich glaube, es gibt keinen, der das nicht stark finden würde. Was wäre, wenn es Ihr Sohn gewesen wäre? Sie hat sich in den Jungen verliebt. Wenn man sie einsperrt, kommt sie irgendwann wieder raus. Die Frau braucht dringend psychologische Betreuung. Hören wir mal, was Steve auf Leitung 3 zu sagen hat. Steve, Sie rufen aus einer Telefonzelle an. Was halten Sie von dieser heißen Affäre? Wie alt ist der Junge nochmal? 13? Und jetzt hat er ein Baby, um das er sich verantwortungsvoll kümmern soll? Und wie viele Kinder hat diese Lehrerin schon? 3? 4? Da müsste sie doch wissen, dass das nicht so einfach ist. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, mich von einer älteren, erfahrenen Frau in die Geheimnisse der Liebe einführen zu lassen. Sie hat immer noch eine großartige Figur. Mary Kay Le Tourneau, Lehrerin der 6. Klasse. Ich bin selbst Lehrerin und finde das empörend. Wenn diese 2 Kinder wirklich aus dieser Affäre mit einem 13-jährigen Schüler stammen, dann ist das absolut schockierend. Entschuldigen Sie, aber ich habe wirklich nicht das geringste Verständnis dafür. Erzählen Sie es mir wie eine Geschichte. Das versteht keiner. Machen Sie es mir verständlich. Oktober 1995. Was war da? Da fing es irgendwie an. Oh, happy day. Oh, happy day. Hallo? Oh, hallo, Grandma. Na, wie geht's? Mom. Mom, das ist für dich. Ma, das ist Grandma Schmitz. Hallo? Was? Mein Vater hat Prostatakrebs. Manche leben damit ewig. Sie haben gesagt, 3 Monate, höchstens 2 Jahre. Steve? Was soll ich deiner Meinung nach tun, hä? Ich höre Schlüssel klappern. Kommen Sie jetzt? Ich hasse das Klappern von Schlüsseln. Wie haben Sie sich gefühlt, als er das sagte? Er war nicht richtig bei der Sache, so wie immer. Ich glaube, ich gab einfach auf. Ich wusste, dass es keine Hoffnung mehr gab. Sie ist eine Pädophile ohne Reue. Wir werden die Höchststrafe fordern. Ich kenne Mary. Sie war meine Nachbarin. Sie ist eine gute Mutter und eine gute Lehrerin. Die Eltern haben sich darum gerissen, ihre Kinder in ihre Klasse zu schicken. Sie hatte 8 Monate ein Verhältnis mit einem 13-Jährigen und hat von ihm ein Baby. Susan, sie braucht Hilfe. Mary Le Tourneau glaubt nicht, dass sie einen Fehler gemacht hat. Nicht in ihrem momentanen Zustand. Aber ich glaube, wenn wir sie entsprechend behandeln... Sie weigert sich, an einer Therapie für Sexualtäter teilzunehmen. Vielleicht würde sie es tun, wenn wir sie medikamentös behandeln. Darüber können wir gerne reden, Dr. Newhall. Wenn sie bereit ist, zuzugeben, dass sie ein Verbrechen begangen hat. Hören Sie. Ich glaube, Mary ist hin und her gerissen. Ich würde sie sogar für manisch-depressiv halten. Wenn wir sie medikamentös entsprechend behandeln würden, würde sich ihr Zustand nach und nach stabilisieren und sie würde wieder eine vernünftig denkende Frau werden. Genau, im Gefängnis bekommt sie nicht das, was sie braucht. Wir wollen, dass ihr geholfen wird. Wir wollen, dass sie einsieht, was sie falsch gemacht hat und wieder gesund wird, oder? Sie wollen sie doch nicht fertig machen, Susan.
Vielen Dank. Le Tourneau? Mit wem hast du es denn getrieben, Jungs oder Mädchen? Sie hat einen Sechstklässler vergewaltigt. Es war keine Vergewaltigung. Wie würdest du es nennen? Was hast du mit deinem Opfer getan? Er ist nicht mein Opfer. Ach, Scheiße. Er ist dein Opfer. Hast du deinen Kindern schon gesagt, dass ihre Mami eine Kinderschänderin ist? Ob sie es vielleicht mit ihnen auch noch macht? Oh, tut mir leid. Ich dachte eigentlich, du weißt, dass du es ihnen sagen musst. Ich bin sicher, der Junge hatte schöne, weiche Babyhaut. Willkommen in unserer Therapiegruppe, Mary Poppins. Ich gehe da nicht wieder rein. Die haben behauptet, ich müsste meinen Kindern sagen, dass ich eine Kinderschänderin wäre und vielleicht eine Gefahr für sie. Ich bin keine Kinderschänderin, verstehen Sie? Rechtlich gesehen sind Sie es. Unabhängig davon, wie er aussieht oder wie er sich ausdrücken kann, Willy ist erst 13 und es spielt vor Gericht keine Rolle, dass er einverstanden war. Okay, können Sie bei mir nicht irgendeine Psychomacke feststellen, sodass ich nicht mehr zu dieser Therapie muss? Nein, Sie haben sich schuldig bekannt. Und selbst wenn Sie Bewährung kriegen, müssen Sie 3 Jahre an dieser Therapie teilnehmen. Hätte ich nur nicht die Schuld anerkannt. Diese Frauen haben ihren Kindern wehgetan. Ihren eigenen kleinen Kindern. Ich weiß. Sowas würde ich nie machen. Ich weiß. Sie haben mir gesagt, meine Kinder bekomme ich nie wieder. Okay, okay, okay. Beruhigen Sie sich. Also, Sie erfuhren, dass Ihr Vater Krebs hat. Ich habe keine Lust mehr zu reden. In Ordnung. Ich war dabei, meinen Vater zu verlieren. Ich hatte eine Fehlgeburt. Meine Ehe war ein Desaster. Es war eine schwere Zeit für mich. Hey Mary, guten Hallo. Morgen. Morgen. Sucht euch ein Bild aus, das euch gefällt und versucht es so gut ihr könnt nachzumalen. Versucht das zu sehen, was sich der Künstler eurer Meinung nach vorgestellt hat, als er oder sie das Bild gemalt hat. Hör endlich auf! Willy, würdest du bitte damit aufhören? Wieso ziehen Sie sich so an, Mrs. Le Tourneau? Wie bitte? Sie haben eine prima Figur. Was Enges würde Ihnen sicher super stehen. Ja, natürlich, Willy. Und jetzt konzentriere dich auf die Arbeit. Ich bin fertig. Das ist wirklich gut. Weiß einer von euch zufällig, wer das Original gemalt hat? Georgia O'Keeffe. Ja, genau, Christine. Ich finde das Bild ganz schön zweideutig. Nee, so geht das nicht. Wir gehen jetzt zusammen zu Mr. Jordan. Komm jetzt. Mach schon. Ihr malt inzwischen eure Bilder zu Ende. Wir sind gleich wieder da. Ganzes Arschloch. Ich weiß ja nicht, wo Sie Ihre Kleider kaufen. Was gibt es an meinem Kleid auszusetzen? Es fängt damit an, dass es rosa ist. Hey, tut mir leid, ich wollte sie nicht. Hör zu, Willy, so geht das nicht weiter. Durch so ein Verhalten bringst du dich in Schwierigkeiten. Das Kleid ist gar nicht so übel, ich meine... Ins Büro des Direktors, sofort! Was ist los mit Ihnen? Atmen Sie. Mein Vater liegt im Sterben. Das tut mir leid. Gute Nacht, ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Gute Nacht, Mami. Schlaf schön. So, schlaf schön, mein Püppchen. Ja,
Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. In der Bibel steht das geschrieben. Schlaf schön, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Oh, was soll denn das? Total abgefahren. Hey, mach schon. Hey, Buddha, was bedeutet denn der Strich da? Ich hab eine Süße, die ich vögeln werde. Buddha kriegt alle Frauen rum. Hey, Jungs, die Party ist vorbei. Was ist denn da los? Wer von euch war das? Ich hab nur eine Zigarette angezündet und das Streichholz weggeworfen. Und was? Komm mit. Bitte nicht. Meine Mom bringt mich um, wenn sie das erfährt. Meinst du, wir sollen's melden? Ja, ich geb's durch. Buddha, komm bitte nicht zu spät. Morgen ist Schule. Ich mein's ernst, Junge. Führt unser Weg, Mrs. Letourneau? Ich glaube, da vorne ist eine Sackgasse. Nein, nicht dieser Weg. Unser Weg. Wieso sind Sie noch auf? Das sollte ich dich fragen. Ich gehe nie so früh schlafen. Ich auch nicht. Mein Vater ist ein brillanter, weiser Mann mit einem großen Herzen. Er war Präsidentschaftskandidat. Für was? Die Vereinigten Staaten natürlich. War es ehrlich? Mhm. Und er saß im Kongress. Wir sind uns sehr ähnlich. Wo ist dein Vater? Im Knast. Er hat einen so zusammengeschlagen, dass er im Koma liegt. Ich weiß fast nichts von ihm. Nur, dass er ein Schläger ist. Wir sind uns auch sehr ähnlich. Willy! Solltest du nicht längst schlafen? Na los, ab in dein Zelt. Er hat wirklich faszinierende Augen. Ist nicht dein Ernst, oder? Wenn er mich ansieht, ist es so, als würde er all meine Gefühle und Gedanken kennen. Als würde er alle Gedanken kennen, die ich je hatte. Erzählen Sie mir noch mehr von Ihrem Vater. Er hat für die Präsidentschaft kandidiert? Das war 1972. Da haben doch Nixon, McGovern und George Wallace kandidiert. Er kandidierte für die Unabhängige Partei Amerikas. Nachdem man auf George Wallace geschossen hatte, nahm mein Dad seinen Platz ein. Er bekam über 1 Million Stimmen. Ich habe ihn bei allen Kampagnen unterstützt. Was halten Sie davon, dass Nixon nach Cortina fährt? Nun, ich habe nichts dagegen, dass Mr. Nixon nach Cortina fährt. Ich will nur nicht, dass er zurückkommt. Das war bei der Debatte heute Nachmittag keine populäre Haltung, Sir. Na ja, wissen Sie...
ich würde sagen, für einen katholischen Konservativen habe ich mich bei dieser Versammlung, die hauptsächlich von Juden und Frauen besucht war, doch ganz tapfer geschlagen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Mabel, Mabel, das ist doch blamabel. Ellbogen runter und nimm die Gabel. Dankeschön. Ich bin schon ganz schön satt. Noch etwas Gänsewein? Warum heißt er Gänsewein? Weil er billig, 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 billig ist. Okay, Jungs, Routine. Nixons Reise nach China wird als schlimmer Verrat in die Geschichte eingehen. Soldaten nach Vietnam schicken und gleichzeitig mit China Handelsbeziehungen... Handelsbeziehungen pflegen ist scheinheilig. Sonderbar, sie wollen dauernd Ausnahmeregelungen schaffen. Aber sie wissen, dass es ein moralisches Gesetz gibt. Kommunisten glauben nicht an Gott. Psst. Sehr, als du aussiehst. Mein Vater war immer der wichtigste Mann in meinem Leben. Konnte ihm nie jemand das Wasser reichen? Ihr Ehemann? Niemand? Oh, nein, keiner. Noch nicht einmal annähernd. Keiner konnte meinem Vater das Wasser reichen. Bis auf Willy. Ich werde sie mir schnappen. Auch wenn sie daran zweifeln. Wer warten kann, ohne dabei zu zweifeln? Machst du Witze? Alle sind scharf auf sie. Ich habe jede gekriegt, die ich wollte. Das ist richtig, Mann. Sie ist eine Lehrerin. Ich wette um 20 Dollar. Alles klar. Alles klar. Okay. Bin ich ja gespannt. Ich werde sie flachlegen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Mir sitzt der scharfe Hengst Willy Fualau gegenüber, der kindliche Geliebte von Mary Kay Le Tourneau, der Lehrerin, die jeden Sechsklässler zu feuchten Träumen anregt. Hallo, Willy! Hallo. Willy, eine Frage. Wie hat sie gerochen? Habt ihr es im Klassenzimmer getrieben? Hast du sie auf einem Schultisch flachgelegt? Einmal. Aber wir hatten keine Zuschauer dabei. Oh, das finde ich scharf. Er sagt einfach das, was die Leute hören wollen, auch wenn es manchmal nicht der Wahrheit entspricht. Er ist ein Künstler. Verstehen Sie doch endlich, Willy ist anders. Schon in der zweiten Klasse war klar, er ist ein Wunderkind. Das Wichtigste war, sein Interesse nicht erlahmen zu lassen. Also dann stellt bitte alle eure Forschungsprojekte auf den Tisch. Okay, ich wünsche euch schöne Ferien. Wiedersehen. Fröhliche Weihnachten. Wiedersehen. Ich wünsche euch schöne Ferien. Kein Forschungsprojekt? Wo bist du, Willy? Ich weiß nicht genau. Es gab schon in der zweiten Klasse nur eins, was dann geholfen hat, Klavierspielen. Haben Sie zu Hause auch ein Klavier? Ja. Vielleicht kann ich ja mal vorbeikommen und noch ein paar Lieder lernen. Ich kann dich hier unterrichten. Wenn du das Forschungsprojekt nicht hast, kriegst du eine 6. Du kannst es doch schaffen. Es ist verdammt wichtig. Und du bist begabt, Willy. Du kannst erreichen, was du willst. Aber du musst die Dinge zu Ende bringen. War Ihnen damals schon bewusst, wie sehr Sie sich von ihm angezogen fühlten? Komm schon. Haben Sie einen Fettstift für die Lippen? Ja. Danke. Aus irgendeinem Grund ist dir sowas nicht erlaubt. Darf ich noch was für später haben?
Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn mehr mochte als andere Schüler, die genauso talentiert waren. Er war sehr begabt und ich war stolz darauf, ihm zu helfen. Danke. Dann war er damals also noch nicht der Mann in Ihrem Leben. Wieso sind Sie so überheblich? Was? Das bin ich nicht, Mary. Reden wir von Ihrer Schulzeit. Auf welchen Schulen sind Sie gewesen? Nun, ich war in 12 Jahren in 9 verschiedenen Schulen. Also Kinder, setzt euch bitte. Und alle waren katholisch. Faltet die Hände. Und jetzt beugt den Kopf in Demut und schließt die Augen. Wir mussten dauernd die Schulen und die Freunde wechseln. Das einzig Verlässliche in unserem Leben war die Familie. Es gab nur die Familie. Amen. Ihr werdet nach den Osterferien auf eine andere Schule gehen. Wieso? Bitte reich die Möhren rum. Wieso, Mom? Du kannst darauf vertrauen, dass wir wissen, was das Beste für dich ist. Warum es plötzlich so viele Teenager gibt, die schwanger sind? Der Sexualkundeunterricht an den Schulen ist dafür verantwortlich. Deshalb wechseln wir die Schule. Seid ihr zur Pflicht geworden? In unserer Schule wird Sexualkundeunterricht eingeführt. Unschuldigen Kinder mit allen möglichen Abarten der Sexualität vertraut gemacht. Unsere Regierung billigt Unzucht in Form von Sexualkundeunterricht in unseren Schulen. Und das werden wir beenden. Es war keine große Sache. Wir waren einfach nur neugierig wie alle Kinder. Irgendwann sagte ich nein und er hörte auf. Nach wie langer Zeit? Ich weiß nicht. Vielleicht waren es 6 oder 9 Monate. Es hat mich nicht belastet. Haben Sie es Ihren Eltern erzählt? Nein. Soll das ein Witz sein? Haben Sie es irgendjemandem erzählt? Nein. Ich muss Sie das jetzt fragen. Haben Sie das erfunden, weil es Ihnen vielleicht helfen könnte? Wie können Sie nur? Ich möchte sie nicht sehen. Ich entscheide, wen du sehen darfst und wen nicht. Ich muss nicht mit ihnen reden. Das ist richtig. Sie bezahlen mich. Sie können reden oder nicht. Sie können tun, was sie wollen. Ja. Nun, anscheinend will niemand über das reden, worum es dabei eigentlich geht. Und das wäre? Dass Willy und ich uns lieben. Wir sind seelenverwandt. Es zählt weder sein noch mein Alter. Wir wurden von Gott zusammengeführt. Und nichts kann uns jemals auseinanderbringen. Würden Sie sagen, Sie sind so etwas wie ein rebellischer Engel? Ich bezahle Sie und ich kann Sie auch feuern. Schon gut, okay. Vielleicht darf ich Sie darum bitten, über etwas nachzudenken. Könnte es sein, dass Sie Sex nur dann genießen können, wenn er verboten ist? Ich würde Sie gern was fragen. Gefühle falsch sein? Oh, Willy, das ist nicht die richtige Frage. Die Frage ist, ob du verliebt bist. Wenn du verliebt bist, dann wird es echt sein. Und richtig und natürlich. Was halten Sie davon, wenn eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann zusammen ist? Wie meinst du das? Meine Gefühle für Sie erscheinen mir richtig. Wieso ist das so? Wieso habe ich das Gefühl, als würde ich alles über sie wissen? Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, als würdest du sehr lange ein Teil meines Lebens sein.
Vielleicht wirst du meine Tochter heiraten. Sie sind eine Läuferin, hä? Das war ich früher, ja. Ich lauf auch. Wirklich? Los, wir laufen um die Wette. Oh nein, komm, nein. Komm Sie. Nein. Mary, die Zeit ist um. Keine Sorge, ich bring sie wieder her. Mach dir keine Sorgen, Mary. Wie das endet? Willy, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ist es moralisch vertretbar, mich von meinem Kind zu trennen? Von meinen Kindern? Tut mir leid, Sie dürfen sich nicht anfassen. Frauen stehen über Männern und sollten von ihnen verehrt werden. Wenn die Gleichberechtigung Gesetz würde, würden sie auf die Ebene der Männer heruntergezogen. Meine Frau hat mich gebeten, das zu sagen. Und jetzt eine Diskussion mit Mrs. Schmitz über die Position der Frau. Ich bin in allen Punkten anderer Meinung. Um an Macht zu gelangen, sollte man die Weiblichkeit benutzen und sie nicht verleugnen. Glauben Sie, dass die Mehrheit der Frauen ihrer Meinung ist? Du siehst gut aus. Bei Ihnen und Ihrem Mann hat man doch das Gefühl, dass die Rollenverteilung ausgesprochen konventionell ist. Ihre Mutter ist also nicht gerade eine gefühlsbetonte Frau. Ist das nötig, dass das Ding immer an ist? Ignorieren wir es einfach. Für sie waren Gefühle ein Zeichen der Schwäche. Wie hat sie reagiert, als ihr kleiner Bruder starb? Ich habe mit meinen Brüdern im Pool gespielt. Plötzlich habe ich meine Mutter schreien gehört. Sie hat ihn auf dem Grund des Pools gefunden. Ich glaube, ich habe mich immer schuldig gefühlt, weil wir auch im Pool waren.
Aber mein Vater hat mich getröstet und gesagt, das wäre nicht meine Schuld gewesen. Als ich 19 war, wollte mein Vater, dass ich ihn zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Los Angeles begleite. Und ich war bei einem Empfang, bei dem außer den Reagans nur wenige ausgewählte Leute waren. Ich habe ein ungewöhnliches Leben geführt. Ich entschied mich, von meiner ziemlich mittelmäßigen Schule an die Universität von Maryland zu wechseln. Ich wusste plötzlich genau, was ich wollte und wie ich mir meine Zukunft vorstellte. Washington D.C. war mein Ziel. Doch es kam anders. Ich wurde von Stephen Litton nur schwanger. Ich liebe ihn einfach. Und wieso nicht. Bist du dann in diesem Zustand? Dieser junge Mann wird dich heiraten. Bitte nicht. Sie kann es zur Adoption freigeben. Ich kriege das Baby. Und dann werden wir ja sehen, wie es mit Steve und mir funktioniert. Es wird kein schreiendes Baby bei deiner Hochzeit geben. Daddy. Nein, Mary. In unserer Familie übernimmt man für das, was man tut, die Verantwortung. Ich fand es richtig, dass er mir zeigte, wo es im Leben lang ging. Ich wusste, ich hatte mir die glückliche Ehe, von der wir alle träumen, verscherzt. Ich habe versucht, die Ehe annullieren zu lassen, aber das ist sehr viel schwieriger, als man denkt. Steve hatte eine Freundin und ich habe meistens auf der Couch geschlafen. Und Sie waren damit einverstanden? Hat Sie das nicht gestört? Nein, die Couch war ganz in Ordnung. Nein, ich habe die Freundin gemeint. Nein. Ich hatte mich gefühlsmäßig von unserer Beziehung schon lange distanziert. Und durch die Freundin zwang er mich nicht mehr so oft zum Sex. Und Willy? Könntest du mir beim Jahrbuch helfen? Heißt das, wir arbeiten zusammen? Wie finden Sie das, Mrs. Litono? Oh, das ist wunderbar. Zeig mal her. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, ich bin verliebt. Kenne ich Sie? Ja. Denkst du, sie weiß es? Ich denke schon. Ist sie mit einem anderen zusammen? Sie ist nicht glücklich mit ihm. Und liebt sie dich? Sagen Sie es mir. Meine Gefühle für sie kommen mir selbstverständlich und richtig vor. Ich hätte das, was ich dann sagte, nicht sagen sollen. Ich war dabei, Grenzen zu überschreiten. Ich wusste, irgendwann wäre er erwachsen und ich frei von meiner Ehe. Denkst du, dass du in einigen Jahren auch noch so fühlen wirst, Willy? Gute Nacht, Mrs. Letourneau. Gute Nacht, Willy. Gute Nacht. Der Arme ist wahnsinnig verliebt in dich. Das ist doch Quatsch, Jen. Also dann, deine Bücher. Danke. Hallo? Hörst du das? Ja. Meine Gefühle werden sich nie ändern. Das ist auch gut, hm? Ich hole euch noch ein paar davon. Na los. Alles in Ordnung? Ja. Tut mir leid, aber Sie müssen Schluss machen. Oh, bitte. Der Abgabetermin fürs Jahrbuch rückt näher. Es ist wichtig. Tut mir leid. Es ist schon nach 6. Ja, gut. Okay, dann werde ich das wohl mitnehmen müssen. Ich muss es am Wochenende fertig machen. Kann mir einer von euch vielleicht helfen? Ja, ich. Oh,
Danke, Willy. Und als er Faith erschuf, wurde er von Lucifer gestört. Deswegen konnte er ihr nicht zwei Flügel geben. Ihr fehlt ein Flügel. Doch dann kam Amor, ein mutiger Krieger, der dafür kämpfte, dass sie ihren zweiten Flügel bekam. Und er half mit, die Ordnung des Himmels wiederherzustellen. Also hat Faith Amor inspiriert und ihm Mut gemacht. Ja, er braucht sie. So wie sie ihn braucht. Was ist? Vermisst du nicht irgendwas? Was denn? Wo ist dein Flügel? Wenn du glücklich bist, bist du irrsinnig sexy. Ich werde dich in den Sommerferien vermissen. Mach doch auch den Zeichen. Nein, den sollst du alleine machen. Weißt du, was ich will? Ich möchte dich überall... Nein, du darfst mit mir nicht Wieso so reden. Wieso nicht? Niemand außer dir kann mich hören. Ich möchte weder einen nackten Kerl sehen, noch möchte ich seinen Penis zeichnen. Was hast du denn? Der ist doch gar nicht nackt. Schreib dich für den Zeichenkurs ein, das wäre doch lustig. Du hast doch auch künstlerisches Talent. Komm schon, Mary, mach doch auch mal was Verrücktes. Okay, ich komm gleich wieder. Wenn ich nächste Woche dich mal zeichne, hä? Den brauchen wir nicht. Hier. Siehst du? Sei vorsichtig, es tropft. Es tropft, wo tropft es? Das gehört zu deiner Verführungstaktik, stimmt doch, oder? Und wann kriege ich dann meinen Kuss? Was würdest du machen, wenn ich dich jetzt küssen würde? Ein mutiger Krieger würde es einfach tun. Guten Tag. Hallo. Ihre Schwester hat mir gesagt, dass Sie hier sind. Es tut mir leid, aber ich muss mit Ihnen reden. Sie sind uns immer willkommen, Mr. Dunphy. Oh, vielen Dank. Suna, wir beide wissen, dass das, was Mary getan hat, falsch war, aber verdient sie dafür eine Gefängnisstrafe von 7,5 Jahren? Könnten Sie sich vielleicht dazu überwinden, vor Gericht zu Ihren Gunsten auszusagen? Das heißt, dass ich auf dich verzichten müsste, Sie hat sich nie dafür entschuldigt, was sie meiner Familie angetan hat. Nein, ich weiß. Aber sie braucht ihre Hilfe, Suna. Sie hat sich nie dafür entschuldigt. Wir waren die besten Freunde. Und immer zusammen. Sex war nicht so wichtig für uns. Wenn sie uns zusammen gesehen hätten, dann wüssten sie das. Auf was haben Sie nach dem ersten Kuss gehofft? Oder was haben Sie befürchtet? Ich hoffte, dass wir stark genug wären, zu warten. Buddha? Buddha! Buddha, beweg deinen Arsch hier raus. Spinnst du? Sie ist eine Lehrerin. Wir küssen uns nur. Versprich mir, Mom, nichts davon zu sagen. Sonst bringt sie mich um.
Mary. Hallo. Wie läuft's mit Buddhas Zeichenkurs? Oh, er macht sich wirklich sehr gut. Kann ich Ihnen helfen? Nein, es geht schon, danke. Oh, danke, mein Junge. Ma, ich übernachte heute bei Mrs. Letourneau. Steven und ich wollen weggehen. Oh, Buddha, ich glaube, Mrs. Letourneau hat die Nase voll von dir. Ist das für Sie okay, Mrs. Letourneau? Oh, natürlich. Steven erwartet ihn schon. Es ist wirklich nett von Ihnen, Mary. Danke. Was ist los? Hast du die Telefongesellschaft angerufen? Ja, natürlich habe ich sie angerufen. Und was hast du ihnen gesagt? Ich habe denen gesagt, dass ich kein Geld habe. Und das ist die Wahrheit. Wir sind pleite. Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche hast fassen. Hast du denen gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Wir sind pleite. Sag das nicht. Wieso ja, nicht? Das ist immerhin die Wahrheit. Ist dir das etwa peinlich? Vielleicht eine Ratenzahlung. Ach. Wir hätten das irgendwie abstattern Ach, können. Bitte auf mich zu belehren. Wir streiten uns. Und da kann ich so laut reden, wie ich will. Rede nicht mit mir, als wäre ich einer deiner Schüler. Ich bin nicht einer von deinen Schülern. Verstehst du? Ich Affäre hat. Ja, und wer ist schuld daran? Fass mich nicht an, fass mich nicht an, bitte schuld nicht. Ist das? Will ich nicht? Jetzt geh pass mal nicht. Auf. Zum Putzen bist du dir doch zu fein. Lass mich und in mit Ruhe. Mir zu schlafen doch auch, oder? Das hörst du nicht. Aber du glaubst wohl, du bist Steve, die Einzige, die hier Fragen bitte. Stellen darf, ja? Ich weiß. Komm mit. Fahren wir. Was glaubst du, wie alt du bist, wenn du stirbst? Nicht. Meine Großmutter starb erst mit 102. Vielleicht starb ich auch mit 102. Dann starb ich mit 81. Oh, Ellie. Denn ich würde keinen Tag ohne dich leben wollen. Entschuldigen Sie, Ma'am. Würden Sie bitte aussteigen? Ist noch jemand im Wagen? Ein Freund von mir. Wie alt ist er? 18. Wie alt bist du? 13. Ja, bleiben Sie dran. Suna? Mary? Was ist ich da hatte, los? Ich hatte einen Streit mit meinem Mann und... Und ich musste irgendwie an die Luft und... Willy hat mich begleitet und... Wie ist Ihr Verhältnis zu dieser Frau? Meine Lehrerin. Ich bin rumgefahren. Ich wusste nicht, wohin. Er ist auf dem Rücksitz eingeschlafen und... Ich habe das Auto geparkt und dann war plötzlich die Polizei da und... Ich gebe Ihnen nochmal den Officer. Okay. Vielen Dank. Mrs. Letourneau ist eine Freundin. Sie kümmert sich viel um meinen Sohn und hilft, wo sie kann. Was schreiben wir in den Bericht? Tatsache ist, du bist mein Schüler, ich deine Lehrerin. Wie es sein könnte, ich geschieden und du 4 Jahre älter. Wie es sein sollte, ein schönes Haus und wir beide zusammen mit unseren Kindern. Thank you.
Was hast du denn? Komm zu mir. Komm, na komm, Mary. Nein, Willy. Es schlafen alle. Ich kann nicht. Nein, Willy, nicht doch. Bitte komm. Nicht, Willy. Komm, Mary. Bitte. Ich kann nicht mehr länger warten. Bitte nicht, Willy. Bitte nicht. Komm, ich halte es nicht länger aus. Ich kann da nichts anderes mehr denken. Nicht. Wovor hast du Angst? Hast du Angst, von mir schwanger zu werden? Nein, das ist es nicht. Ich kann keine Kinder mehr kriegen. Es geht um dich. Du bist doch erst... Denkst du, das ist mein erstes Mal? Na komm, wenn du wüsstest, wie schön du bist. Willy hat mich nicht gezwungen. Eine Sekunde vorher hätte ich nicht gedacht, dass es passieren würde. Was war der Auslöser? Ich brauchte diese Beziehung. Und er auch. Ich brauch dich. Hatten Sie je das Gefühl, als Erwachsene die Situation unter Kontrolle zu haben? Nein. Willy umwarb mich, wie ein Mann eine Frau umwirbt. Sein sexuelles Bedürfnis war sehr stark. Und ich habe es befriedigt. Ja, das war wirklich sehr gut. Hallo, Mrs. Letourneau. Oh ja, hallo. Und hallo. Gehen wir. Das ist nicht mehr deine Schule. Du hast hier nichts zu suchen. Ich will mit dir zusammen sein und ich kann sein, wo ich will. Du musst auf die Mittelschule gehen und sehen, dass du klarkommst. Ich muss erst mal sehen, wie ich aus meiner Ehe rauskomme. Und du solltest dich wie ein normaler Teenager verhalten, mit Freundinnen in deinem Alter. Du musst dich austoben. Schluss mit dem Versteckspiel. Hast du verstanden? Mary, ist alles in Ordnung? Ja. Was ist eigentlich los? Gar nichts. Der Junge wird dir noch Schwierigkeiten machen. Du verstehst das einfach nicht. Ich denke, du solltest ganz dringend etwas dagegen unternehmen. Weißt du, er hat so viel Talent, ich möchte ihm doch nur helfen. Ich möchte nicht, dass er von mir so wie von allen anderen im Stich gelassen wird. Na gut, aber pass auf dich auf, okay? Ja klar, der Unterricht fängt an. Mom! Schwanger? Sekunde noch! Wie meinst du das? Ich verstehe nicht. Schwanger? Ich dachte, du könntest keine Kinder mehr kriegen. Das dachte ich auch. Deswegen ist es ja ein noch größeres Wunder. Ich krieg ein Baby von dir. Was ist mit Abtreibung? Ich kann nicht. Das ist unser Baby. Oh Mann! Mary. 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 Wir sind für immer vereint durch dieses Kind. Die nehme ich nicht. Mary, wir können dich hier nur rauskriegen, wenn wir behaupten, du hättest irgendwelche psychischen Probleme. Du hast dich schuldig bekannt. Du hast mir doch dazu geraten. Die Staatsanwaltschaft hat Liebesbriefe, eine Zeugenaussage von Willy. Und ein Geständnis von dir. Du hast ein Kind mit der DNA von Willy. Und da willst du sagen, du seist nicht schuldig? Mary, hören Sie. Diese Tablette ist nur ein Versuch. Es ist nur ein Test. Wir wollen sehen, wie Sie darauf reagieren. Damit zeigst du dem Gericht deinen guten Willen und dass du versuchst, deine Probleme zu lösen. Ich bin nicht manisch depressiv. Nur so kommst du vielleicht auf Bewährung frei und kannst deine Kinder wiedersehen. Wenn ich meine Kinder wiedersehe, muss ich ihnen sagen, dass ich eine Sexualstraftäterin bin. Das ist der Preis dafür, dass ich mich schuldig bekannt habe. Ich hol dich hier raus. Aber es geht nur, wenn wir es so machen. Also, ich möchte, dass du vor der Richterin aussagst und dich entschuldigst. Mich entschuldigen? Wofür? Um die ganze Sache zu vertuschen, meinte Willy, ich solle noch mal mit Steve schlafen. Und, hat das funktioniert? Hm.
Ja, einige Wochen. Mary? Das war lustig, oder? Ja. Ah, was gibt's heute zu essen? Denkst du, ich bin so bescheuert und glaube, das Kind ist von mir? Nein. Soll ich euch mal sagen, lass was Mommy mit Willy gemacht hat? Hör auf, sie hat mit dem Kindermann gespielt. Und zwar hier, nicht, hier in meinem Haus. Oh. Du Schlampe! Oh. Mami, ich hoffe, du verlierst es. Das wird doch gleich besser sein, Mami. Das ist gleich den Pflaster, Mami. Hallo, hallo, bitte helfen Sie uns. Wenn du dich noch mal mit ihr triffst, rufe ich die Polizei. Und ich sag's deiner Mom. Ach ja, wirklich? Sie ist meine Frau. Oder? Für dich? Sie gehört mir. Und zwar für immer. Verstehst du? Das sehe ich anders. Oder? Komm jetzt. Ich mach keine Witze, du Penner. Deine Lehrerin hat eben angerufen. Sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Das Steißbein ist gebrochen, aber dem Baby geht es gut. Wenn dir unsere Liebe etwas bedeutet, versprich mir, dass du niemandem, ganz egal wie sehr man dich auch unter Druck setzt, etwas von uns erzählst. Auch von Küssen darfst du niemandem was sagen. Keine Sorge. Ich weiß, wovor du Angst hast, Mary. Das Kreuz symbolisiert den Ort, an dem wir uns trafen. Die Blutstropfen stehen für unser Baby. Das Herz ist die Ehe und die Dornen werden sich in Blumen verwandeln. Und die Flammen symbolisieren unsere Liebe, die nie sterben wird. Willy, du bist einmalig. Ein 13-Jähriger, der seine Lehrerin geschwängert hat? Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen. Ich verspreche dir, es wird nicht lange dauern. Sitzt du bequem? Brauchst du irgendwas? Alles in Ordnung? Wie würdest du die Beziehung zwischen dir und Mrs. Letourneau beschreiben, Willy? Keine Sorge, du bekommst keine Schwierigkeiten. Eine freundschaftliche Beziehung? Wir wissen, wie es war, Willy. Wir haben Beweise. Was wissen Sie? Eine freundschaftliche Beziehung? Ist es darüber hinausgegangen? Inwiefern? Hattet ihr Sex? Es ist vorbei, Willy. Egal, ob du redest oder nicht. Also beantworte die Frage. Hast du mit Mrs. Letourneau geschlafen? Ja. Oh, hallo. Mary, kommen Wollen Sie bitte? Mich sprechen? Ja. Mrs. Mary Letourneau? Ja. Ich bin Detective Lynn Coughlin von der King County Polizei. Ich verhafte Sie wegen Vergewaltigung eines Minderjährigen. Kommen Sie. Meine Kinder sind allein zu Hause. Ich muss sie anrufen. Sie können sie vom Revier aus anrufen. Was ist mit meinem Job? Kann ich morgen wieder arbeiten? Ich glaube nicht. Uns liegen Informationen vor, dass Sie eine sexuelle Beziehung zu Willy Fuhrlau gehabt haben und dass Sie wahrscheinlich von ihm schwanger sind. Das hat Willy Ihnen gesagt? Wie oft hast du mit Mrs. Letourneau geschlafen? Was sagen Sie dazu? Was hat Willy gesagt? 5, 6 Mal. Wann zum letzten Mal? Vorigen Freitag.
Ich habe gehört, dass Ihr Mann im Besitz von Schriftstücken ist, aus denen hervorgeht, dass Sie eine Beziehung zu Willy hatten. Sind Sie von Willy schwanger? Ich denke schon. Und wann war das erste Mal? Letzten Sommer. Erst hat sie sich etwas gewehrt und wollte nicht, aber dann haben wir es doch getan. Was getan? Das, was Frauen und Männer so tun. Wir hatten Sex. Was meinst du damit, wir hatten Sex? Sie lassen sich von einem 13-Jährigen ein Baby machen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Weißt du eigentlich, was das ist? Sie sind Lehrerin. Sie haben geschworen, Kinder zu schützen und ihnen zu helfen, Mary. Wie konnten Sie nur mit einem Schüler schlafen? Ein Penis, der in eine Vagina eindringt. Ja, so war's. Ich habe 2 Jungs. Einer kommt nächstes Jahr in die Schule. Muss ich Angst haben, dass er vielleicht von seiner Grundschullehrerin missbraucht wird? Wirklich nicht, Mrs. Letourneau? Schlafen Sie auch mit anderen Schülern? Ist das schon mal vorgekommen? Nein! 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 Willy ist anders. Er ist was Besonderes. Ich hab ihm beim Zeichnen und in der Schule geholfen. Und dabei kamen wir uns näher. Und, wie fühlst du dich? Nervös. Wollen Sie eine schriftliche Aussage machen? Ich möchte das Richtige tun. Das, was das Beste für Willy ist. Sie ist meine Seelenverwandte. Seelenverwandte? Ich weiß nicht, was in Ihrem Fall richtig ist. Alles, was Sie aussagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Kann ich einen Anwalt anrufen? Sie haben es Vergewaltigung genannt. Buddha, sie ist immerhin Lehrerin. Vergewaltigung? Hat sie dich vergewaltigt? Sag's mir! Was hast du wieder angestellt? Hat sie dich vergewaltigt? Hat sie dich vergewaltigt? Was hast du angestellt? Taumai! Taumai! Wer ist das Aue? Wer ist das Aue? Raus damit, Buddha! Raus damit! Vergewaltigung! Reimer! Mary Catherine Letourneau, Sie sind wegen Vergewaltigung eines Kindes angeklagt. Die Verhandlung findet am 7. August statt. Sie dürfen weder mit dem Opfer noch mit der Familie des Opfers in Kontakt treten. Der Kontakt zum Minderjährigen ist Ihnen nur unter Aufsicht erlaubt. Und das gilt auch für Ihre Kinder. Meine Kinder haben mit der Sache nichts zu tun. Und es ist Ihnen verboten, mit Kindern unter einem Dach zu wohnen, einschließlich Ihrer eigenen. Das ist völlig unmöglich. Sollen wir Sie einsperren, Mrs. Letourneau? Nein, meine Herren. Sie wird sich fügen. Komm her, mein Schätzchen. Ich möchte, dass ihr eins wisst. Ich liebe Willy. Und er liebt mich. Viele behaupten, das, was ich getan habe, sei falsch gewesen. Nein, bitte setzen Sie sich. Ich darf mit den Kindern nicht allein sein. Ich bring das Schwein um dafür, dass er sie angezeigt hat! Dieses Arschloch! Und dieser Scheißbulle hat mich wie ein Kind behandelt! Als ob ich keine Ahnung von Sex hätte, von wegen, du mieses Schwein! Bruder. Sie hat mich nicht vergewaltigt! Wenn Sie unbedingt jemanden verhaften wollen, dann mich! Es hat doch sowieso alles keinen Sinn, denn ich bin der Idiot, der Sie verraten hat! Nicht doch. Sag das nicht. Sag das nicht. Beruhige dich. Es wird alles wieder gut. Gott lässt uns nicht im Stich. Mein Kinderlein, weine nicht. Hallo?
Wie geht's Ihnen? Okay, wann? Wir treffen uns dort. Wiedersehen. Ich habe eine Frage, Mary. Wieso? Ich weiß nicht, es ist einfach passiert. Ich wünschte, ich könnte es erklären. Sie haben das Vertrauen gebrochen. Tina, Eletina. Von Mutter zu Mutter. Denken Sie an Ihre Kinder. Sie wissen, was ich meine. Ich habe Ihnen meinen Sohn anvertraut. Und Sie haben sich um ihn gekümmert wie um Ihren eigenen Sohn. Sie haben Vertrauen gebrochen. Mein Vertrauen. Wissen Sie, was Sie meiner Familie angetan haben? Mary, ich habe die Polizei nicht angerufen. Lügner. Es war mein Cousin. Wenn ich im Auto schlafe, schlafe ich nicht mit meinen Kindern unter einem Dach, oder? Wenn Sie noch mal zu dem Punkt zurückkehren könnten, an dem sich Ihr Verhältnis zu Willy geändert hat, würden Sie dann einen anderen Weg einschlagen? Würden Sie irgendetwas anders machen? Ohne meine Liebe zu Willy wäre ich tot. Und dadurch würde ich meinen Kindern nicht helfen. Sie brauchen mich. Wissen Sie, wie es ist, seine Eltern zu brauchen? Meine Kindheit war geprägt durch die Liebe meines Vaters. Das Ex-Mitglied des Repräsentantenhauses John Schmidt sorgt wieder für Schlagzeilen. Heute wurde bekannt, dass der rechtsextreme Politiker mit einer seiner Studentinnen vom Santa Ana College zwei außereheliche Kinder gezeugt hat. Die 30-jährige Studentin, die sagt... Ich glaubte an einen göttlichen Plan und war sicher, dass das ein Teil davon war. Und ich helfen müsste, diese Kinder großzuziehen. Haben Sie sein Verhalten akzeptiert? Ich habe es verstanden. Hat er Ihre Beziehung zu Willy akzeptiert? Liebst du ihn? Liebt er dich? Ja. Tja, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn weiter nichts ist, müssen wir das irgendwie hinbiegen. Vielen Dank, Daddy. Hallo. Sieh dir das an. Mary Kay. Such dir eine Putzfrau, wenn du es nicht allein schaffst. Die sind gar nicht so teuer. Wie immer, ein Herz und eine Seele. Ich hoffe wirklich, dass Gott sich deiner erbarmt. Wo sind die Kinder? Was du getan hast, Mary Kay, verlangt in Gottes Augen Reue. Wir halten es für das Beste, wenn du vorläufig allein bist, um darüber nachzudenken. Allein? Was sagst du da, Mutter? Wo sind die Kinder? Wir haben mit Steve geredet und alles Nötige besprochen. Ja. Wenn du das Kind nach der Geburt zur Adoption freigibst, wird Steve dir erlauben, die Kinder wiederzusehen. Er erlaubt mir, die Kinder wiederzusehen. Er darf mir meine Kinder nicht wegnehmen. Er kann mir doch meine Kinder nicht stehlen. Wo sind sie? Daddy! Steve hat sie aus der Schule genommen. Sie sitzen schon im Flugzeug. Wir glauben, es ist das Beste, wenn sie vorläufig bei uns bleiben. Nein.
Nein, Daddy. Bitte, Daddy. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, los! Los, mach doch! Sie ist hübsch, nicht wahr? Sie ist wunderschön, mein Junge. Dürfen Sie das Kind behalten? Nein, man wird sie mir in 48 Stunden wegnehmen. Sie ist meine erste Enkeltochter. Würden Sie sie mir anvertrauen? Hallo? Daddy, hallo. Mary? Ja, ich versuche schon seit Tagen, die Kinder anzurufen. Wieso geht denn nie jemand ans Telefon? Mary, Steve hat sie mit nach Anchorage genommen. Deine Mutter und ich, wir... Ich weiß, diese Informationen dürfen Sie nicht rausgeben, aber mein Mann arbeitet für die Fluggesellschaft und es handelt sich um meine Kinder. Oh, Sie steigen in Seattle um. Das ist großartig. Vielen Dank. Könnten Sie mir vielleicht auch noch sagen, um wie viel Uhr der Anschlussflug geht? Mami, Mami! Meine Süßen! Meine Süßen! Ich wusste, du würdest uns finden. Lasst euch ansehen. Ihr seht großartig aus. Du kannst nicht mitkommen. Oh. Ich liebe dich, mein Schatz. Wiedersehen. Wiedersehen, meine Süße. Ich liebe dich, meine Große. Wirst du Jackie auch unser Lied vorsingen? Ja, natürlich, Mami. Das machst du. Ich liebe dich. Ich hab dich auch lieb. Meine Süße. Und sehr schön lieb, hörst du. Okay. Du weißt, dass ich Willy liebe. Aber weißt du was? Dich liebe ich noch mehr. Wirklich? Ja, wirklich. Du wirst mir so fehlen. Du wirst mir auch fehlen. Man wird sie bestimmt fragen, ob sie glauben, dass sie irgendetwas falsch gemacht hätten. Es war falsch, Ehebruch zu begehen. Dieser Mensch, den alle als Jungen bezeichnen, ist mehr Mann als die meisten Männer, die doppelt so alt sind wie er. Wenn die Menschen die Wahrheit wüssten. Und wenn sie wüssten, wie sehr wir uns lieben. Es gibt aber keine Ausnahmeregelung für das Gesetz, so nach dem Motto: Man darf Kinder vergewaltigen, wenn man sie liebt. Ich habe noch nie einen Pager gehabt. 911? Ich vermisse dich von ganzem Herzen. 104. Ich liebe dich. 187? Ich möchte mit dir zusammen sein. Glauben Sie, dass Sie Willy in irgendeiner Weise für sein weiteres Leben beeinflusst haben? Ich hoffe, er hat von mir gelernt, dass Sex am allerschönsten ist, wenn zwei sich aus tiefstem Herzen lieben.
Sie haben Besuch von Ihrer Mutter. Ich habe einen Rock und einen Pullover für dich. In schönem Blau. Wo ist Daddy? Wieso ist er nicht mitgekommen? Geht's ihm gut? Es geht ihm gut. Mary, hör auf zu weinen. Sonst sind deine Augen morgen rot und geschwollen. Was ist, wenn ich keine Bewährung kriege? Du musst einen guten Eindruck machen. Hast du mit den Kindern geredet? Du musst es bereuen. Deinen Kindern zuliebe. Gib das Kind zur Adoption frei, dann wird Gott dir vergeben. Ich kann nicht. Deine Haare sind ein Problem. Ich durfte keine Lockenwickler mitbringen, aber ich hatte eine Idee. Vielen Dank. Die 35-jährige Mary Kay Letourneau hat sich im August des vorsätzlichen Missbrauchs von Kindern für schuldig bekannt. Ein Mädchen sollte niemals ohne Lippenstift und lackierte Fußnägel ausgehen. Können Sie mir vielleicht einen Lippenstift borgen? Das Opfer war 13 Jahre alt und einer ihrer Schüler. Heute wird das Urteil gegen Mary Kay Letourneau verkündet. Für die Richterin Linda Lau gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie zwingt Mrs. Letourneau zu einer Therapie oder sie verurteilt sie zu einer Gefängnisstrafe bis zu 7 Jahren. Mary Letourneau ist eine Erwachsene, die einen Sechstklässler missbraucht hat. Sie ist in Behandlung, beurteilt die Situation jetzt anders und ist einsichtig, Euer Ehren. Euer Ehren, Mary Letourneau hat ein Gen in sich, das zu manisch-depressiven Schüben führen kann. Das ist eine Störung des biochemischen Gleichgewichts, die gewöhnlich durch ein Trauma ausgelöst wird. Die Phase der postnatalen Depression ist für Frauen, die diese Veranlagung haben, eine ausgesprochen schwierige Zeit. Sie dachte, die einzige Lösung in dieser für sie so schwierigen Phase wäre die Beziehung zu diesem Jungen. Sie betrachtete ihn als Mann. Er war für sie ein Held, ein Erlöser. Und sie fiel von der Depression in eine übersteigerte Euphorie, durch die sie sich unverwundbar fühlte. Und in dem Glauben, in dem geradezu zwanghaften Glauben, jedes Risiko eingehen zu können. Jedes emotionale Risiko und sexuelle Risiko. Mary ist kein schlechter Mensch. Sie ist nur ein menschliches Wesen, das einen schrecklichen Fehler begangen hat. Ich denke nicht, dass es ein Verbrechen war. Mein Sohn fühlt sich nicht als Opfer. Vergewaltigung heißt, jemanden zu zwingen. Mein Sohn wurde nicht gezwungen. Er ist kein Opfer. Ich spreche heute hier nicht nur für Mary Letourneau, sondern auch für die 6 minderjährigen Kinder, die davon betroffen sind. Einschließlich meiner Enkeltochter. Und auch meines Sohnes, der von unglaublichen Schuldgefühlen geplagt ist. Bitte, lassen Sie Mary eine Therapie machen. Seien Sie gerecht und befragen Sie Ihr Herz. Eine Gefängnisstrafe nützt niemandem. Und so wie ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, sollten wir als Gesellschaft auch Mary vergeben. Vielen Dank. Euer Ehren, ich habe etwas getan, wozu ich kein Recht hatte. Weder moralisch noch juristisch. Es war falsch und es tut mir leid. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf, dass so etwas nicht wieder vorkommen wird. Bitte helfen Sie mir.
allem. Ich hoffe, das Gericht lässt sich nicht von Dr. Newholz' Ausführungen beeinflussen, die das Problem verschleiern. Denn die zentrale Frage muss doch lauten, kann man Mrs. Letourneau in Zukunft überhaupt vertrauen? Wo sie das in sie gesetzte Vertrauen so missbraucht hat, als Lehrerin, als Frau und als Mutter. Ich bitte Sie gut zu überlegen, ob eine Bewährungsstrafe das Richtige wäre. Ich habe mich von der Meinung der Experten und dem ausdrücklichen Wunsch des Opfers und seiner Familie überzeugen lassen. Ich stimme einer Therapie unter bestimmten Auflagen zu. Mrs. Letourneau, ob Sie ins Gefängnis müssen oder nicht, wird ganz alleine von Ihnen abhängig sein. Sie bekommen eine 6-monatige Gefängnisstrafe, wobei Ihnen die bereits verbüßte Zeit angerechnet wird. Bis zum Ablauf der Höchststrafe dürfen Sie den Staat nicht verlassen. Und Sie müssen eine 3-jährige Therapie machen. Sie verpflichten sich, Ihre psychiatrische Behandlung fortzusetzen und sich regelmäßig psychologischen Gutachten und Lügendetektortests zu unterziehen. Jeder Kontakt zum Opfer ist Ihnen untersagt. Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass jeder noch so kleine Verstoß gegen diese Auflagen zu einem sofortigen Widerruf der Strafaussetzung führt und dazu, dass Sie dann eine Gefängnisstrafe von 7,5 Jahren absitzen müssen. Wer war das? Wozu brauchst du überhaupt einen Pager? Damit ich für Suna und das Baby erreichbar bin. Na schön. Lass uns niemandem was davon sagen, okay? Kein Kommentar. Vielen Dank. Bitte würden Sie uns bitte durchlassen. Danke, vielen Dank. Ich bitte Sie um Verständnis, dass meine Mandantin sich zu dem Urteil nicht äußern wird. Danke. Danke für Ihr Verständnis. Ehrlich, ich bewundere dich, wie du das durchgestanden hast. Ich find's nicht so schlimm. Ich kenne das ja. Ich bin im Rampenlicht aufgewachsen. Dir gefällt das, stimmt's? Steve, hallo, hier ist Mary. Bist du da? Bitte nimm den Hörer ab. Kinder, hier ist Mami. Bitte nehmt ab. Seid ihr da? Nikki, Mary, Claire, Steven, Schätzchen? Steve, sagt den Kindern, dass ich sie liebe. Ich liebe euch alle. Ich vermisse euch. Yes.
hast dich verändert. Das sind kleine Fältchen, die du vorher nicht hattest. Was ist? Ach, nichts. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich muss dich in meiner Nähe haben. Das geht nicht. Noch nicht. Vergiss dein Geschenk nicht. Wir gehen einfach weg. Ich nehme das Baby mit. Bevor jemand Wind davon bekommt, sind wir schon über alle Berge. Da sind noch 4 andere Kinder, die mich brauchen. Wir können nicht weglaufen. Wir können uns nicht vor der Verantwortung drücken. Ich scheiß auf die Verantwortung. Lass uns weggehen. Bitte hör auf, so zu reden. Wir müssen uns an die Auflagen halten. Wir müssen versuchen, damit klarzukommen. Du bist jetzt Vater, also benimm dich auch so. Hey, Kleiner, wieso bist du noch nicht angezogen? Darf ich Mom anrufen? Nein. Na komm, gehen wir. Daddy. Vergewaltigung von Minderjährigen war ein Männerverbrechen, bevor das Gleichberechtigungsgesetz eingebracht wurde. Da es abgelehnt wurde, wurde die ganze Sache zu einem Politikum. Ich war einer der führenden Gegner des Gleichberechtigungsgesetzes. Und ich frage mich, ob Sie sich vielleicht an dir rächen, weil du meine Tochter bist, irgendwelche feministischen Richterinnen oder Staatsanwältinnen. Ich werde das Sorgerecht für meine Kinder kriegen. Sie haben eine Schwester und ich möchte, dass Sie sie kennenlernen. Hör zu, ich muss zur Arbeit. Er muss sich jetzt um sein Kind kümmern. Tut mir leid. Du musst beweisen, dass du dein Leben im Griff hast. Such dir einen Job und eine eigene Wohnung. Sieh zu, dass die Leute dir wieder vertrauen. Du schaffst das. Ich weiß es, du bist zäh. Zäher, als man denkt. Von wem ich das wohl geerbt habe? Sind Sie Mary Kay Letourneau? Und ich habe gesagt, Entschuldigung, wer? Und er sagt, Entschuldigung, ich habe Sie verwechselt. Glaubst du, es ist schwieriger, einen Job zu finden, wenn die Leute dich erkennen? Ich glaube nicht, dass man mich wiedererkennt. So oft war ich nun auch wieder nicht im Fernsehen. Hallo? Einen Moment. Wer ist da? Ist was mit meinem Dad? Ich finde, du solltest nicht rangehen. Willy, du darfst hier nicht anrufen. Tut mir leid. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, das ist ein Notfall. Sie haben ihn aus der Schule rausgeworfen. Ich kann nicht beurteilen, ob er die Wahrheit gesagt hat. Ich gehe einkaufen. Brauchst du irgendwas? Nein, danke. In diesem Fall geht es nicht um ein fehlerhaftes Justizsystem, sondern um eine Chance, die ganz offensichtlich bewusst nicht ergriffen wurde. Sie haben das in Sie gesetzte Vertrauen missbraucht und gegen die Auflagen in erschreckender Weise verstoßen.
Die Aussetzung der Strafe wird hiermit aufgehoben. Mary Catherine Letourneau, Sie werden die vollständige Strafzeit von 89 Monaten im Gefängnis verbringen müssen. Bis später, Mom. Ja, mach's gut. Über diese Affäre der Lehrerin verfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das wäre in Ordnung. Ich bin auch Lehrerin und halte das für empörend und berufsschädigend. Wissen Sie, es tut mir ganz besonders leid, dass ich als Frau für diese Frau nicht das geringste Verständnis aufbringen kann. Es kann doch irgendwas bei ihr nicht stimmen. Also ich finde die ganze Sache eigentlich unglaublich tragisch. Die Frau tut mir leid und ich glaube, sie braucht dringend Medizin. Wie alt ist der Junge noch mal? 13? Und jetzt hat er ein Baby, um das er sich verantwortungsvoll kümmern soll? Ich finde die Idee, ihre Eingreifung zu erhöhen, damit sie nicht wieder schwanger werden kann, gut. Ich meine, sie hat ja schon so viele Kinder und... Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, mich von einer älteren, erfahrenen Frau in die Geheimnisse der Liebe einbringen zu lassen. Wollen Sie mich verarschen? Davon träumt doch jeder Schuljunge. Ich glaube, es gibt keinen, der das nicht stark finden würde. Ich bin selbst Lehrerin und finde das empörend, wenn diese zwei Kinder... Bei allem, was gegen Mary Kay Letourneau gesagt wird, aber nicht aus den Augen verlieren, dass beide gesagt haben, dass sie sich lieben. Es ist also nicht der Tatbestand, der normalerweise mit dem Begriff Vergewaltigung in Verbindung gebracht wird.